Ich begrüße euch total recht herzlich im Jahre 2019, wo die letzte Episode 9 im Kino laufen wird. Ob Mark Hamill dabei sein wird, wissen wir nicht. Ob der Imperator dabei sein wird, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, es ist Star Wars. Ladies and Gentlemen, welcome to the story of Star Wars. Hier in den Ruhmeshallen waren Prashant und Danny Mendes. Ja, sagen wir mal so, Hollywood waren hier und meiner einer hier in der Stadt Essen, könnt ihr halt vergessen, an der A40, hatte das große Vergnügen, dass hier mal wieder was los war. Es ist an sich immer hier was los, das habe ich euch schon immer gesagt, nur diesmal war richtig was los. Ne? Wie gesagt, Prashant hat gefragt, ob man das kaufen kann. Und ich habe gesagt, jo, kann man kaufen. Auch das, aber das hatte er ja gar nicht entdeckt. Prashant hat es gar nicht entdeckt und die Dani auch nicht. Dann hätten die beiden sicherlich gefochten. Einmal mit dem roten Laser und einmal mit dem blauen Laser. Ja, wir wissen alle, dass das Anakin, beziehungsweise, ja genau, Anakin und nachher von Luke Schwert war, was jetzt, richtig, Rey trägt. Aus welchem Grund auch immer. So, wir sind totale Star Wars Begeisterte, Star Wars Freunde. Wir kennen uns aus, wir kennen die Szene hier, die hier stattgefunden hat. Nun, tragt es den beiden bitte nicht nach, Danny und Prashant, dass sie das halt nicht kannten, weil sie dazu nicht in der Zeit für Star Wars, auch wenn Star Wars 42 Jahre alt ist, auch wenn wir jetzt 20 Jahre Star Wars Episode 1 und Star Wars 40 Jahre Episode 4 gefeiert haben. Dass wir die Convention hatten, dass wir die Celebration hatten. Es werden noch mehrere Cons kommen, sicherlich. Es werden so manche Sachen sicherlich noch kommen. So, wie gesagt, Star Wars ist eine Geschichte für sich selbst. Star Wars ist ein Durchläufer. Über Star Wars brauchen wir gar nicht mehr sprechen, weil Star Wars gibt es. Star Wars gibt es und wird auch weiterhin sicherlich geben. Ihr seid Fans, meine lieben Freunde, ich auch. So, worauf möchte ich hinaus? Ich möchte euch einen wunderschönen Mai wünschen. Ich möchte euch wunderschöne 7 Monate noch. 7 Monate und dann kommt Episode 9. Wir wissen immer noch nicht, ist Mark Hamill dabei oder ist er nicht dabei. Wir wissen so manches noch nicht. Wir haben nur einen Teaser gesehen, der halt einigen doch gewogen, nicht gewogen. Da war richtig was los. Also 20 Jahre Episode 1, 40 Jahre Episode 4 und ja, geht so weiter. Wie es weitergeht, weiß keiner. Ich werde nicht irgendwie irgendwelche Art von Philosophie einbringen und über irgendwas spekulieren. Ich bleibe dabei, wie es ist. Es ist ein Märchen aus nicht 1001 Nacht, sondern ein Märchen einer fernen Galaxie aus der Feder von George Lucas in den 70er Jahren. 14 Seiten geschrieben, somit fing alles an. Dann hat er eine Figurensache gesucht, er wollte immer Figuren haben. Wenn man so sieht hier, 15 cm große Figuren in dem sogenannten Episode 4. Episode 4, mittlerweile 40 Jahre alt. Dann wie gesagt Episode 1, die Dame steht jetzt nicht hier, Amidala steht dort drüben. Also Episode 1, 20 Jahre, Episode 4, 40 Jahre und alles ist da. So, wie gesagt, hier sind genügend Figuren, Geschichten über Star Wars. Wir sind ein Star Wars Fanclub, wir sind ein Star Wars normaler Club, wir sind halt völlig normal und nicht abgehoben. Somit schwebe ich auch wieder von dannen und wünsche euch, wie gesagt, wunderschönen Mai, wunderschöne 7 Monate. Denkt dran, wenn der Super Bowl kommt, kommt auch ein Trailer. Und dann bin ich gespannt, was da abgeht. Also jetzt im Moment ist es ja so, wie es ist. Es bleibt, wie es ist. Und ihr, genau ihr, habt so viel Spaß an Star Wars wie ich auch. Und das ist ja das Schöne an alle, die Bescheid gesagt haben. Ja,
Klaus Tegleier und die anderen auch. Wenn ihr Zeit, Lust und Laune, ja, kommt vorbei, wie immer. Ihr seid immer recht herzlich eingeladen. Ihr wisst das ja, kommt vorbei. Die Tür steht für euch offen und für die anderen auch. Ne? Und seid mir nicht zu stark heute besoffen im Mai, ihr wisst schon, in der sogenannten Walpurgisnacht. Ne? Walpurgisnacht, da fliegen die Hexen tief. Also denkt dran.